Vielen Dank. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Internetprotokolle Teil 1, IoT-Protokolle. Es geht um Protokollgrundlagen. Dabei steigen wir ganz am Anfang ein. Zunächst nochmal, das meiste zu mir wurde schon gesagt, da brauche ich dem nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe noch ein paar Links zu Artikeln in die Folie eingebaut. Wer sich weiter mit dem Thema Protokolle beschäftigen möchte und auf den Geschmack gekommen ist durch den Vortrag, kann dort nachsehen. Ja, der Vortrag selbst beginnt mit ein wenig Geschichte. Also wir steigen wirklich ganz am Anfang ein mit dem ARPANET. Dann der Protokollstack, der Protokollstapel, der unvermeidliche. Was hat es mit einem, mit dem Paketdienst im Internet auf sich? Wieso steht der Begriff Rohrpost da? Was sind Pipes im Internet? Und welche Muster für die Kommunikation gibt es? Daten sind letztendlich das, was ich am Ende übertragen möchte. Also werden wir uns auch in den Grundlagen mit dem Thema, wie sehen eigentlich die Daten aus, die von A nach B geschickt werden, beschäftigen. Natürlich, last but not least, das Thema Sicherheit wurde schon in den vorangegangenen Vorträgen immer wieder erwähnt. Und obwohl sich jeder bewusst ist, dass Sicherheit ein wichtiger Faktor ist, wird er doch gelegentlich etwas stiefmütterlich behandelt. Ja, also die Geschichte des Internet beginnt Ende der 70er Jahre mit dem ARPANET. Ich werde jetzt auch nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, nur die wichtigsten einmal kurz herausstellen. Also das ARPANET, der Urvater des Internet, die ersten vier Knoten gingen 1969 in Betrieb und es folgten verschiedene wichtige Stationen, unter anderem die Definition des Internet, wie wir es heute kennen, von Tim Berners-Lee im Ende der 70er, Anfang der 90er Jahre. Und bis zur heutigen Zeit, wurde 1995 begonnen mit IPv6 zu entwickeln. Also die Hauptmotivation dafür war, dass die Befürchtung im Raum stand, durch das schnelle Wachstum des Internet gehen einfach die IP-Adressen aus. Und neben anderen Dingen, die dabei gleich mit behandelt werden sollten, war das einer der wichtigsten Faktoren. 2008 finde ich sehr schön, aus Protokollentwicklersicht der erste erfolgreiche Test eines interplanetarischen Internetprotokolls. Und 2011 ist es dann das erste Mal so weit, dass die IPv4-Adressen tatsächlich an einer Stelle knapp werden. Wenn wir über das Internet of Things sprechen oder das Internet of Everything, wo ja eine der Ideen ist, dass alle Geräte oder alle Dinge eine eigene IP-Adresse bekommen, kann man sich vorstellen, mit IPv4 kommt man da nicht mehr allzu weit. Das Internet ist ein paketorientierter Dienst. Da erzähle ich sicherlich nichts Neues. Jeder, der in irgendeiner Form schon mal mit Protokollen zu tun hatte, hat garantiert davon auch schon gehört. Demgegenüber steht die Leitungsvermittlung, bei der ich direkt über eine Vermittlungsstelle zwei Knoten miteinander verbinde und die Leitung dediziert für die Kommunikation zur Verfügung steht. Das garantiert mir eine feste Bandbreite und letztendlich auch eine Echtzeitfähigkeit. Ich weiß genau, wann meine Informationen beim Empfänger ankommen. Im Gegensatz dazu, der paketorientierte Dienst des Internet, wo ich die Informationen in kleinere Teile zerlege und die Teile separat verschicke, garantiert mir weder, dass meine Information ankommt, noch wann sie ankommt. Auch wenn häufiger der Begriff Echtzeit im Zusammenhang mit Internetprotokollen genannt wird, letztendlich unterm Strich sind es Durchschnittszeiten. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wann ein Paket beim Empfänger ankommt. Gut, der Protokollstapel, der untere Teil, der Link-Layer, hardwarenahe Dienste, das Operating System, möchte ich an dieser Stelle auslassen. Das nehmen wir einfach mal als gegeben hin. Aus Protokollsicht kann man das durchaus auch
bis zu einem gewissen Grade tun und komme direkt zum IP-Protokoll im Netzwerklayer. Der Grund dafür, dass ich so tief unten im Protokollstapel anfange und nicht gleich mit MQTT oder CoAP starte, ist schlicht und ergreifend all die Funktionen, die auf dem Weg durch den Protokollstapel zu finden sind, finden sich letztendlich auch in Anwendungsprotokollen wieder. Also die Begriffe wiederholen sich zum einen und zum anderen sind natürlich die Funktionalitäten der Anwendungsprotokolle stark abhängig von dem, was in den unteren Schichten passiert. Eine Darstellung eines IP-Pakets zeigt, dass wir hier verschiedene Informationen natürlich zur Verfügung haben, unter anderem aber die 32-Bit Netzwerkadresse, eine Quelladresse und eine Zieladresse. Das sagt uns zunächst einmal, das ist ein IPv4-Paket. Bei einer IPv6-Variante würde dort eine 128-Bit Netzwerkadresse stehen. Darüber hinaus, oben rechts, gibt es eine 16-Bit-Header-Checksumme. Diese Checksumme hat einfach den Zweck zu erkennen, ob die Daten, die im Header stehen, korrekt sind. Explizit dazu muss man sagen, es ist wirklich nur eine Checksumme über den Header. Die Daten, die optional an einem IP-Paket dranhängen, werden nicht geprüft. Ich weiß also auf der IP-Ebene nicht, ob das, was ich geschickt habe, tatsächlich auch so ankommt, wie es gewünscht ist. Und der Empfänger hat auch keine Möglichkeit zu überprüfen, ob er noch die Originaldaten zur Verfügung hat. Ein kurzer Vergleich einige der wichtigsten Features und Unterschiede zwischen IPv4 und IPv6. Wie schon genannt, der große Adressraum bei IPv6. Dazu kommt ein anderes Konfigurationsprotokoll. Jeder kennt DHCP für das Beziehen der Netzwerk, der IP-Adresse. Auch das Protokoll ist unterschiedlich bei IPv6. Zum Thema Sicherheit, als das Internet geboren wurde, war Sicherheit nicht so ein großes Thema. Da war man froh, dass man seine Pakete transportiert bekam. Heute ist es ein Thema, deswegen wurde auch dieses in IPv6 adressiert und es gibt die Möglichkeit, mit einer IPsec-Verschlüsselung auf dem Netzwerklayer im IP-Protokoll bereits Sicherheit einzubauen. Ich komme auf den Punkt Sicherheit zum Ende ja noch einmal zurück. Quality of Service. Immer häufiger wird diese Anforderung genannt. Wie kann ich sicherstellen, dass wichtige Dienste bevorzugt behandelt werden und unwichtige, naja, wenn eben Bandbreite da ist, wenn Zeit da ist. Quality of Service in IPv4 wurde über den Type of Service realisiert. So konnten Router entscheiden, welche Pakete sie bevorzugt behandeln. In IPv6 gibt es einen deutlich umfangreicheren Mechanismus, der sogenannte Traffic-Class-Priorisierung. Das würde jetzt allerdings den Rahmen sprengen, wenn ich darauf noch im Detail eingehe. Es ist einfach nur einmal, um zu zeigen, dass wirklich aktuelle Probleme neben den IP-Adressräumen von IPv6 adressiert werden. Der Paketdienst, ja, der kleine Paketbote, den ich hier gefunden habe, der geht recht sorglos mit seinen Päckchen um, er verliert sie und kümmert sich nicht allzu sehr darum, was hinter ihm abgeht. So ähnlich verhält sich auch der IP-Paketdienst. Wir können nicht davon ausgehen, dass Pakete ankommen. Sie können einfach auf dem Weg verloren gehen. Es gibt auch keinen Mechanismus für den Sender zu erkennen, ob sein Paket ankommt oder nicht. Es gibt entsprechend keine Bestätigung. Und wenn IP-Pakete schickt, interessiert es sich auch nicht dafür, ob die Leitung gerade ausgelastet ist, ob alles voll ist. Klar, je mehr auf der Leitung los ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Pakete verloren gehen. Und darüber hinaus, wie schon gesagt, Pakete können beschädigt werden. Ein sehr wichtiger Punkt, der wird uns gleich wieder beschäftigen, die Reihenfolge der Pakete
kann sich ändern. Es ist nicht garantiert, dass wenn ich die Pakete in einer bestimmten Reihenfolge schicke, sie auch in der Reihenfolge bei dem Empfänger ankommen. Also viele Dinge, denen man letztendlich Rechnung tragen muss, wenn man über Anwendungsprotokolle spricht. Ein Punkt bei IP ist noch, es gibt eine sogenannte Maximum Transmission Unit, die maximale Größe, die ein IP-Paket haben sollte, um als Ganzes verschickt zu werden. Einige der typischen Werte habe ich hier einmal tabellarisch aufgeführt, 1500 Byte für Ethernet, für eine MTU. Auch das ein Wert, der bei der Kommunikation im Netz eine Relevanz hat, mindestens dann, wenn ich per UDP kommuniziere. Überschreitet ein Paket die MTU, wird es fragmentiert, also in kleinere Stücke zerlegt von IP, das macht das IP-Protokoll, und die einzelnen Stücke werden versandt. Geht ein Teil des IP-Pakets auf dem Weg verloren, ist das ganze Paket für den Empfänger verloren und wird verworfen. Dadurch wird der Durchsatz geringer und Ziel ist es eben halt, um eine möglichst reibungslose Kommunikation zu gewährleisten, die Fragmentierung zu vermeiden. Wir haben ja bereits einiges gehört über Architektur und Design-Patterns. Auch bei Protokollen habe ich Patterns, ich nenne sie Kommunikations-Patterns. Zum einen das Unicast-Pattern oder Peer-to-Peer-Pattern, wo ein Knoten mit einem anderen direkt kommuniziert. Dann gibt es das Broadcast-Pattern. Ich schicke an alle Knoten in einem Netzwerksegment eine Nachricht. Die schicke ich also tatsächlich nur einmal los und alle anderen picken sie auf, wenn es denn klappt. Und das Multicast-Pattern, das sich vom Broadcast-Pattern dahingehend unterscheidet, dass ich dedizierte Gruppen habe, an die ich meine Nachrichten schicke und diesen Gruppen können diese Knoten beitreten oder eben austreten. Das Broadcast-Pattern ist sehr typisch für IPv4, ist auch das, was dort unterstützt wird. Das Multicast-Pattern wird zusätzlich von IPv6 unterstützt und bietet mehr Möglichkeiten, eine entsprechende Kommunikation zu entwickeln. Gehen wir einen Schritt höher in dem Protokoll-Stack, dann landen wir beim UDP-Protokoll. Das UDP oder User Datagram Protokoll setzt 8 Bytes auf den IP-Header drauf, beziehungsweise hängt ihn in die Daten des IP-Headers an den entsprechend dran. Die wichtigsten Daten, die hier dazukommen, ist der Senderport und der Empfangsport. In IP ist der noch nicht vorhanden, das ist erst im Transport-Layer der Fall. Der IP-Port, welche Aufgabe der hat, sage ich gleich nochmal etwas dazu. Und auch erwähnenswert, die Checksumme umfasst bei UDP Daten und den entsprechenden Header. Also wenn die Checksumme beim Empfänger nicht stimmt, dann wird das Paket verworfen. Dann gehe ich davon aus, dass es defekt ist. Das funktioniert auch in den allermeisten Fällen. Wenn ich UDP verwende, CoAP setzt zum Beispiel auf UDP oder ist auf UDP definiert, dann muss ich darauf achten, dass mein UDP-Paket inklusive IP-Header die MTU nicht überschreitet, um eine möglichst effiziente Kommunikation gewährleisten zu können. Der letzte Punkt in der Liste, UDP ist verbindungslos, ist immer wieder eine Diskussion wert. Ich habe also einiges im Internet dazu gelesen, wo verschiedene Menschen darüber gestritten haben, wann ist eigentlich ein Protokoll verbindungslos und wann ist es verbindungsorientiert. Ich habe deshalb mal einige der wichtigsten Argumente dort zusammengesammelt, die auch in den meisten Fällen ganz gut funktionieren. Kommunikation ist dann verbindungsorientiert, wenn ich eben eine Verbindung aufbauen muss. Zwei Knoten kommunizieren miteinander, ohne Nutzdaten zu übertragen, einfach nur, um sich darauf zu einigen, wie sie jetzt miteinander kommunizieren. Dieses Wie wird als Statusinformation auf den Knoten gespeichert und bleibt während eine Verbindung existiert vorhanden. Und der dritte Punkt ist, eine Verbindung muss ein definiertes Ende haben. Es muss also irgendwo festgelegt sein,
wie komme ich wieder zu dem Zustand, dass ich diese Statusinformation löschen kann und letztendlich dann keine Verbindung mehr existiert. Ob ein Protokoll verbindungsorientiert ist oder nicht, und das habe ich, wie gesagt, auch habe ich auch interessante Diskussionen verfolgt, wo es darum ging, ist HTTP verbindungsorientiert oder verbindungslos. Da kam dann das Argument, TCP ist verbindungsorientiert, deswegen auch alle Protokolle, die darauf aufsetzen. Das macht das Ganze unnötig kompliziert. Wenn man diese drei Punkte betrachtet, sollte man wirklich nur das Protokoll betrachten, um das es gerade geht. Ja, TCP ist verbindungsorientiert, aber das heißt nicht, dass ein darauf aufsetzendes Anwendungsprotokoll zusätzliche Statusinformationen, also eine Verbindung, benötigt. Es kann also verbindungslos sein. Ja, kommen wir nochmal zu den Portnummern. Auf die Portnummern bei UDP zurück. Was ist die Aufgabe von Portnummern? Letztendlich muss, wenn ich eine Hardware habe, einen Server, einen Host, den ich adressiere mit einer IP-Adresse, ja auch noch entschieden werden, welcher Prozess, welcher Dienst auf dem Host interessiert sich jetzt für diese Daten. Und das geschieht schlicht und ergreifend über diese Portnummern. Die werden einmal vergeben und zusammen mit IP-Adresse bilden sie dann letztendlich eine Socket-Adresse, an der sich dann bestimmte Dienste bedienen können. Sobald ein Socket initialisiert ist, können Daten geschickt werden. Und ja, wichtig dabei ist natürlich, wenn ich Daten an einen bestimmten Dienst schicke, an einen Socket, muss der Sender den Port kennen. Das klingt trivial, ist aber gar nicht so einfach lösbar. Und deshalb hat man sich im Internet darauf geeinigt, die Portnummern für bestimmte Diensttypen festzulegen. FTP, Port 21, HTTP, Port 80. Damit weiß im Prinzip jeder Sender, wenn er einen Host adressiert, wenn ich an den Port schicke, erreiche ich einen bestimmten Dienst. Im Hinblick auf Internet of Things, wo ich plötzlich ganz viele unterschiedliche Dienste habe, wird es dann natürlich schwierig zu wissen, welcher hat jetzt genau den Port, den ich benötige für das, was ich von diesem Knoten möchte. Ist also tatsächlich ein Thema, über das man nachdenken muss. Das war es schon zum Thema UDP. Kommen wir jetzt zum großen Bruder von UDP, dem TCP-Protokoll, das Transmission Control Protocol. TCP gab es schon sozusagen vor TCP. Ursprünglich wurde es als Transmission Control Program entwickelt und beinhaltete alles, was IP heute tut und das, was TCP macht. Da hat dann jemand gesagt, das ist vielleicht besser, wenn wir das aufteilen, und so ist dann das Transmission Control Protokoll entstanden. Gut. Wenn man sich den Header anschaut, fällt schon auf, dass wesentlich mehr Daten drinstehen. Statt der 8 Bytes im UDP-Header habe ich jetzt 20 Bytes. Es gibt auch viele Diskussionen darüber, dass UDP besser und schneller ist wegen dieser zusätzlichen Bytes. Bei den heutigen Bandbreiten vielleicht nicht der gravierende Faktor, aber das deutet schon darauf hin, dass TCP deutlich mehr Funktionen zur Verfügung stellt, als es UDP tut. Ich muss mich als Anwendungsentwickler um weniger kümmern. Rechts daneben, Größe der Pakete wird von TCP automatisch festgelegt. Um die MTU brauche ich mich nicht mehr scheren. Daten werden als Stream behandelt. Nicht mehr als separate Pakete, sondern ich habe einen kontinuierlichen Datenstrom. Es ist sichergestellt, dass die Reihenfolge der Daten erhalten bleibt. Es ist sichergestellt, dass Daten ankommen. TCP sorgt einfach dafür, wenn ein Paket nach einer bestimmten Zeit nicht ankommt, es entsprechend neu zu senden. Und TCP ist verbindungsorientiert. Es wird eine Session aufgebaut, damit eben auch diese Dinge geleistet werden können. Damit ist Broadcast und Multicast mit TCP nicht möglich. Ich kann nur zwischen zwei Knoten über eine Verbindung kommunizieren. Also TCP ist verbindungsorientiert. Damit so eine Verbindung zustande kommt, werden Nachrichten ausgetauscht, werden Pakete ausgetauscht zwischen den beiden Peers, zwischen den beiden Knoten. Und das dauert eine gewisse Zeit, abhängig von der Roundtrip-Zeit, die ich brauche, um eine Nachricht zu schicken und eine Antwort zurückzuerhalten. Einige der typischen Roundtrip-Zeiten für verschiedene Netzwerkklassen
habe ich einmal aufgeführt. Das rechte Bild zeigt hier oben, na, wo ist er? Da, Aufbau einer TCP-Verbindung. Optional, aber auch nicht wirklich optional, Sicherheit, also das Absichern der Verbindung über Transport Layer Security und wenn alles erledigt ist, das Abbauen einer Verbindung. Das ist letztendlich ein Grund, weshalb TCP langsamer wirkt als UDP. Das kann ich mir auf UDP-Ebene in vielen Fällen einfach sparen. Ein weiterer sehr ausgeklügelter Mechanismus in TCP ist die sogenannte Staukontrolle oder Congestion Control. Im Internet kann es eben zu Engpässen kommen. Und TCP fängt an, bestimmte Mengen an Paketen loszuschicken. Er schickt nicht immer nur ein Paket und wartet auf eine Bestätigung, sondern er schickt mehrere Pakete. Und wenn die nicht kommen, also wenn die Bestätigung nicht kommt, wird das Paket neu geschickt. Die Staukontrolle sorgt dafür, dass nicht bei Engpässen plötzlich das Netz geflutet wird mit neu geschickten Paketen. Es werden erst wenige Pakete losgeschickt, es wird auf die Antwort gewartet und abhängig von den Antwortzeiten wird die Bandbreite hochgefahren, die tatsächlich effektiv genutzt wird. Das bedeutet, wenn ich eine TCP-Verbindung frisch aufgebaut habe, kann ich gar nicht die ganze Bandbreite nutzen. Auch das bremst natürlich, wenn ich das häufig mache, also häufig TCP-Verbindungen aufbaue, das Ganze aus. Wirkt auch wieder langsam. TCP sorgt dafür, dass die Daten ankommen. TCP sorgt dafür, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge ankommen. Und als Anwendungsentwickler habe ich einen Puffer, einen Speicherbereich, aus dem ich dann einfach die aufbereiteten Daten auslesen kann. Jede TCP-Verbindung stellt diesen Speicherbereich oder Puffer zur Verfügung und damit der nicht überläuft, wenn ich ein sehr schnelles Gerät habe, das sendet und ein sehr langsames, ein Raspberry Pi vielleicht, der die Daten empfängt und es so zu einem Verbindungsabbruch kommt, wird ein Feature benötigt, das Flusskontrolle heißt. Rechts in der Grafik daneben ist gezeigt, es gibt ein Fenster mit Daten, die ich TCP schickt und erst wenn Daten bestätigt werden, bewegt sich dieses Fenster entlang der zu sendenden Daten, bleibt die Bestätigung aus, wird einfach gewartet, bis sie letztendlich dann wieder ankommt. TCP verhält sich wie eine Duplex Pipe. Da haben wir jetzt die Rohrpost. Das hat gewisse Auswirkungen. Zum einen ist es natürlich schön, dass alles in der richtigen Reihenfolge ankommt. Zum anderen kann es aber auch passieren, dass ich Nachrichten habe, die sehr stark unterschiedlich sind von der Größe her und eventuell auch von ihrer Wichtigkeit. Wenn ich über eine Verbindung arbeite, ist ein Überholen nicht möglich. Eine große Nachricht muss erst komplett übertragen werden, dann kann die nächste Nachricht angefangen werden. Ich kann das auch nicht ohne weiteres unterbrechen. Dadurch entsteht ein Effekt, der als Head-of-Line-Blocking bezeichnet wird und der ebenfalls dafür sorgt, dass, wenn ich dem keine Rechnung trage, bei meiner Protokoll- oder Systementwicklung ein Flaschenhals entsteht, der das System verlangsamt. Gut, das war TCP mit seinen ausgeklügelten Funktionen, die sich inzwischen über mehrere Jahrzehnte entwickelt haben und immer weiterentwickelt wurden. Bleibt noch zu sagen, UDP, also wenn wir den Begriff im IoT lightweight und naja nicht so light betrachten, dann ist TCP eher ein Schwergewicht mit seinen ganzen Speicherbereichen und Verbindungen und UDP von der Implementierung her passt es praktisch in jeden Speicher, ist sehr leichtgewichtig. Im Anwendungsbereich haben wir natürlich das Thema Daten. Da unterscheidet man momentan, die Diskussion kommt sehr stark hoch. Ursprünglich wurde mal begonnen mit Binärdaten, da war alles binär im Computerbereich. Mit dem Internet wurde dann alles Text mit HTTP. Im Moment gibt es wieder eine Diskussion, ist es vielleicht doch besser, die Daten binär zu schicken, anstatt als Text mit den verschiedenen Formaten, die dort zur Verfügung stehen. Binärformate haben eine kompaktere Darstellung
Und es ist kaum eine Konvertierung nötig. Das ist tatsächlich ein Punkt, der, wenn ich wenig CPU-Power, wenig Energie zur Verfügung habe, nicht ganz unrelevant ist. Ein Text muss ich immer kodieren, also die ursprünglichen Daten muss ich kodieren. Das braucht Rechenzeit, das braucht Speicher. Und ich muss ihn wieder parsen und zurückkodieren. Von daher nicht nur die Größe ist bei Binärdateien und eventuell ein ausschlaggebender Faktor, sondern auch die Zeit, die ich brauche, um zwischen den Formaten hin und her zu schalten. Dann gibt es noch im Anwendungsbereich bei Anwendungsprotokollen, wenn wir von Messaging-Protokollen reden, und bei IoT-Protokollen geht es zum größten Teil um Messaging. Ich schicke Nachrichten mit Daten und erwarte eventuell eine Antwort oder auch nicht. Gibt es noch diese drei Möglichkeiten, wie Nachrichten ausgetauscht werden. Die klassische, ursprünglich bei HTTP eingeführte synchrone Kommunikation. Ich schicke eine Nachricht, warte auf die Antwort und schicke die nächste Nachricht. Das verbraucht relativ viel Zeit. Deswegen wurde in HTTP 1.1 das Pipelining eingeführt. Ich schicke mehrere Nachrichten, aber die müssen dann in der Reihenfolge, wie sie geschickt wurden, auch wieder beantwortet werden. Was wir mit im Internet of Things häufig sehen, ist asynchrone Kommunikation, oder sollte man zumindest da sehen, weil da Nachrichten wirklich unabhängig voneinander behandelt werden können, die eben auch nichts miteinander zu tun haben, sich nicht gegenseitig blocken. Also das Head-of-Line-Blocking wird ausgehebelt und ich komme so zu einem gefühlt schnelleren System, weil auf die Anfrage, die gerade von Interesse ist, wird eben entsprechend sofort reagiert, unabhängig, was sonst noch an Nachrichten ausgetauscht wird. Kommunikationsmuster. Michael Stahl hat in seinem Vortrag vor Mittag viel Architektur-Patterns dargestellt. Architektur-Patterns und Kommunikationsmuster sind zumindest teilweise auch miteinander verwandt. Ich muss wissen, welches Protokoll bietet mir welche Patterns, um eben überhaupt die richtige Entscheidung zu treffen, was ich einsetze. Das einfachste Pattern, das Peer-to-Peer-Pattern: zwei Knoten im Netz sind komplett gleichberechtigt, nachdem eine Verbindung aufgebaut wurde, ist sozusagen der Urvater aller Patterns im Internet, und alles andere, was jetzt folgt, könnte daraus gebaut werden. Wenn also ein Protokoll Peer-to-Peer-Pattern unterstützt, dann kann ich mir sicher sein, dann kann ich auch Client-Server hier rechts daneben, einen Server in der Mitte, beliebig viele Clients, die diese Dienste in Anspruch nehmen. Distributed Client Server, typischer Vertreter von Distributed Client Server ist SMTP, das berühmte E-Mail-Programm, E-Mail-Protokoll, auch sehr leichtgewichtig. Oder XMPP ist auch ein Distributed Client Server Protokoll. Das Publish-Subscribe-Pattern, auch schon genannt worden heute. Ich habe jemanden, der Daten publiziert, jemanden, der Daten empfangen will, der sich für einen bestimmten Themenbereich subscribed, einschreibt und diese Daten dann geliefert bekommt. Im Prinzip ohne, dass der Publisher großartig davon benachrichtigt wird. Es besteht keine direkte Verbindung zwischen den Knoten an der Stelle. Es werden da direkt keine Nachrichten ausgetauscht. Ähnlich sieht das Message Broker aus, zumindest grafisch, ist aber komplett anders. In diesem Fall wird die Nachricht über Technologiegrenzen, beispielsweise drahtlose Verbindung, Bluetooth-Verbindung, über den Message Broker an einen anderen Knoten weitergeleitet. Das funktioniert auch in beide Richtungen, wenn ich denn das entsprechende Protokoll wähle. Und so kann ich tatsächlich über den Umweg Message Broker eine direkte Kommunikation einzelner Knoten in den verschiedenen technologisch abgegrenzten Netzwerkbereichen darstellen. Damit das Ganze dann auch nicht, sobald der Message Broker mal nicht verfügbar ist, nicht mehr funktioniert, bietet sich ein Broker-Cluster an. Auch für die Skalierung bietet dieses Pattern einiges an Potenzial. Gut, das waren die Patterns. Wie gesagt, last but not least, noch einmal das Thema Sicherheit, Security, und an dieser Stelle die drei
Layer, die drei verschiedenen Bereiche, wo ich Sicherheit einfügen kann in meinen Protokollstapel oder in mein System. Zum einen bereits erwähnt IPsec oder VPN im Network Layer. Ich muss mich dann als Anwendungsentwickler oder Anwendungsprotokollentwickler nicht mehr darum scheren. Es wird alles im IP-Layer gehandhabt. Aber das Bekannteste ist natürlich die Transport Layer Security, das TLS-Protokoll und der wiederum, sag mal, das kleine Geschwister vom TLS, das DTLS, das Datagram Transport Layer Security, wo ich dann auch eine Verschlüsselung mit UDP erreichen kann. Ist im Übrigen für CoAP, wer CoAP nutzt, ein Begriff, da wird Verschlüsselung über DTLS erreicht. Ein wichtiger Hinweis dazu, sobald ich DTLS einsetze, kann ich keinen Broadcast mehr machen, weil die Verschlüsselung nur noch zwischen zwei Knoten vereinbart wird und über entsprechende Mechanismen. Wenn ich also meine Architektur auf Broadcast aufsetzen will, ist DTLS keine Alternative. Und dann natürlich die Application Layer Security. Ja, ich schicke, bevor ich die Daten auf die Reise schicke, verschlüssele ich sie. Auch das wurde schon im Architekturvortrag behandelt. Was verschlüsselt ist, kann ich ruhig irgendwo abfischen. Das ist irgendwo dann auch für nichts Nutze für denjenigen, der nicht weiß, wie er es entschlüsseln kann. Damit nähere ich mich auch dem Ende des Vortrags. Ich habe noch einmal so die wichtigsten Punkte zusammengeschrieben. Das IP-Protokoll ist der unzuverlässigste Paketdienst der Welt. UDP und TCP unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Dabei gilt, wenn wir jetzt Lightweight betrachten, TCP ist größer UDP. Und ein Anwendungsprotokoll legt Syntax und Semantik, Encoding von Daten fest. Das Anwendungsprotokoll legt Kommunikationsmuster fest. Und Peer-to-Peer-Protokolle ermöglichen die meisten Kommunikationsmuster. Und Binärdateien sind eine kompakte Alternative zu Textdateien. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt für Fragen bereitstehen.